Machen wir mal direkt weiter. Das ist irgendwie die letzte Mission, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Dämonen sind jetzt auf der Erde und jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt müssen wir die noch. Was ist los? Naja, guck's dir doch an. Erebus hat sich mit unserer Welt verbunden. Was einst versteckt lag, ist nun klar zu sehen. Die Revolution steht bevor. Ich dachte nicht, dass ich diesen Tag je erleben würde. Der Anfang des Endes der Dämonen. Die Menschheit wird frei sein. Ja. Frei von den Dämonen. Der Pfad ist frei. Wir können herrschen. Herrschen? Was hast du gesagt? Das ist dein Ernst? Der Pfad ist frei. Wir können nun herrschen. Worüber herrschen? Über das hier. Über alles. Hörte. Du meinst wie Mundus? Nein. Nein. Wir werden nicht wie Mundus sein. Wir werden unsere Untertanen respektieren, nicht versklaven. Untertan? Er meint dich. Er meint Menschen. Ich dachte, wir haben für die Freiheit gekämpft. Wir haben nur für seine Freiheit gekämpft, nicht deine. Denk doch mal einen Moment nach. Die Menschen sind schwach. Sie sind wie Kinder. Sie brauchen Schutz. Nicht nur vor anderen, sondern vor sich selbst. Wir. Du und ich, wir haben sie gerettet. Wir haben sie gerettet? Wer sonst? Ein Mensch. Cat war hilfreich, aber... Hilfreich? Cat hat mein Leben gerettet. Cat hat Qualen überstanden, um deine Existenz geheim zu halten. Cat hat uns durch den Turm zu Mundus Versteck geführt. Ohne ihre Hilfe hätten wir es doch nie so weit geschafft. Wenn du nicht einsiehst, was für ein Chaos die Menschen verursachen würden, wenn du nicht die Verantwortung annehmen willst, sie zu beschützen, dann steh mir nicht im Weg. Ich werde alleine herrschen. Ich habe dir nicht geholfen, Mundus zu vernichten, damit du seinen Platz einnehmen kannst. Das werde ich nicht zulassen, Virgil. Und ich werde mich nicht aufhalten lassen, Bruder. Geh zur Seite. Tu das nicht. Virgil, bitte. Halt dich da raus! Ist das jetzt euer Ernst? Ist das ernsthaft euer Ernst jetzt hier? Wollt ihr euch jetzt gegenseitig auf die Fresse hauen, ja? Ist jetzt das, was Sinn und Zweck dieses Penisvergleiches sein soll hier? Ernsthaft? Ist das euer Ernst? Muss ich jetzt gegen meinen Bruder kämpfen? Weil der jetzt größenwahnsinnig geworden ist. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ich dachte, der wäre mal ein bisschen intelligent. Der offenbar nicht so ganz. Du willst nicht gegen deinen Bruder kämpfen jetzt, oder? Willst du gegen deinen Bruder jetzt kämpfen? Willst du gegen deinen Bruder kämpfen? Was ist los hier? Schon mal was von Familienbande gehört? Gibt sowas bei euch nicht? Das ist mies. Das ist nicht euer Ernst. Lass den Scheiß, Virgil. Ich muss dich auch mal treffen können. Komm jetzt her, du Pussy. Au. Au. Komm jetzt her, Mann. Ha, ich kann ihn treffen. Komm her. Du weißt schon, mit wem du dich anlegst, du Pussy. Ich muss den an sich in der Luft behalten. Dann funktioniert das alles. Virgil, du hast keine Chance gegen mich. Das... Ja, du bist einfach uneinsichtig, wie so ein kleines Kind. Muss es nicht. Wie muss es nicht?
Au. Die ist einfach... Kriegst du dich mal ein jetzt hier? Au. Der checkt das nicht, der Junge. Es ist noch nicht zu spät. Doch, ist es. Komm her! Auf das aufzuladen. Au. Ach, Virgil. Das ist dein Ernst jetzt? Muss das sein? Au! Zwei sind ätzend. Au. Au, komm her. Au. Au. Komm her, du Pussy. 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 Du kommst durch unsichtbares Ding. Ach, der beschützt den, oder was? Aber den kann ich nicht krapschen. Das ist ja bekackt. Au. Au. Wo ist denn das Ding? Au, komm her. Komm her, bitte. Komm her, bitte. Ach, der ist fast down. Ist ja ein komischer Geist nicht da. Na komm. Ach, der heilt sich zwischendurch. Ich merke schon. Ich merke schon, ja, ja. Der Homo heilt sich nebenbei. Komm her, Bitch. Au. Au. Ach, Virgil, komm jetzt her. Oh, da komme ich auch mit der Axt besser klar. Au. Ich muss mal kurz hier mich heilen.
Der dämische Wurzel hier. Au. Au, komm her. Wo ist der? Schon wieder. Da. Komm jetzt her. Du Kugel. Au. Warum blockt der denn auch noch der Scheißschatten? Jo, warte mal, Alter. Jetzt. Lass mich mal hier meine Super Beast-Form gehen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie muss es doch gehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Tante! Tante, töte ihn nicht. Bitte. Ich flehe dich an. Bitte hör auf. Für mich. Ich kann ihn doch immer wieder töten. Kann ihn doch immer wieder töten, ist doch gar kein Problem. So, jetzt sind meine Haare weiß. Scheißdreck. Das sieht blöd aus. Wir haben auch irgendwie, ne? Ich weiß nicht, die sind irgendwie, die mögen sich nicht so, ne? Die Welt wird jetzt von mir beschützt. Du hast die falsche Seite gewählt. Du bist kein Mensch, Dante. Du wirst nie einer sein. Na und, dafür habe ich Cat. Na du nicht, Bitch. Ich hab dich geliebt, Bruder. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist Dante. Nicht mehr und nicht weniger. Ai, 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 ai. Wow. Okay, das war das Let's Play zu DMC Devil May Cry. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao, ciao.